Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir haben eine aktuelle Diskussion zwischen Bund und Ländern über eine Fortsetzung der Corona-Maßnahmen. Aus unserer Sicht ist die gegenwärtige Krisenstrategie nicht geeignet, um dauerhaft fortgesetzt zu werden. Wir sprechen schon wieder über Verschärfung, wir sprechen schon wieder über neue Schließungen. Es ist völlig offen, unter welchen Bedingungen überhaupt in den nächsten Wochen, vielleicht sogar Monaten, wieder gesellschaftliches, kulturelles und wirtschaftliches Leben stattfinden kann. Deshalb ist unverändert unsere Position, dass wir über eine alternative Corona-Strategie sprechen müssen. Wir haben aktuelle Zahlen aus Hessen, dass 2/3 der mit und durch Covid-19 Verstorbenen in alten Pflegeeinrichtungen gelebt haben. Und das ist für uns eine Richtungsweisung. Wir müssen stärker die von einem besonders schweren Krankheitsverlauf bedrohten Menschen schützen, durch die Abgabe von Masken, durch Schnelltests bei der Betretung, beim Betreten beispielsweise eines Pflegeheims, Taxigutscheine statt im Bus fahren zu müssen, exklusive Zeitfenster im Handel, aktive Nachbarschaftshilfe und so weiter und so fort, damit darüber hinaus mit Abstand und Hygiene normales gesellschaftliches Leben unter veränderten Bedingungen stattfinden kann. Anders werden wir bis weit in das nächste Jahr hinein nicht erleben, dass es eine auch veränderte Normalität geben kann. Anfang November hieß es, jetzt zum Dezember könne geöffnet werden. Jetzt wird über Weihnachten gesprochen, in Wahrheit über den 1. Januar. Aber wenn die Zahl von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in der Woche ernst genommen wird, dann nach meiner Prognose wird man bis weit in das Frühjahr viele gesellschaftliche Bereiche nicht öffnen können, mit unabsehbaren sozialen und wirtschaftlichen Folgen. Bei den konkreten Maßnahmen jetzt, wir nehmen ja zur Kenntnis, dass das die Krise stark prägende Kanzleramt eine andere Strategie, die der Schließung nämlich verfolgt. Bei der Strategie jetzt sehen wir mit großer Sorge und auch Unverständnis, dass neue Regeln für den Handel beschlossen werden sollen. 25 Quadratmeter pro Person in einem Laden halten wir für eine unbegründete und unnötige Regel. Wir haben eine Maskenpflicht in den Geschäften, bald auch auf dem Parkplatz und auf der Straße. Das ist auch richtig. Hygienekonzepte, also beispielsweise bei den Wegen, werden jetzt vielfach schon gefordert, insbesondere im größeren stationären Einzelhandel. Man kann das noch verschärfen, indem beispielsweise die Versorgung mit den besonders wirksamen FFP2-Masken erhöht wird, sodass der Infektionsschutz noch weiter verbessert wird. Darüber hinaus würde diese 25-Quadratmeter-Regel aber ein Verödungsprogramm für die Innenstädte darstellen, würde zudem den stationären Handel massiv benachteiligen gegenüber dem Onlinehandel. Die jetzt beschlossene oder, ich sag besser, die jetzt diskutierte Regel 25 Quadratmeter pro Person im Handel würde die Innenstädte zu Ödnissen werden lassen und zum anderen wäre es ein Programm zur Beschaffung neuer Marktanteile bei Amazon. Deshalb müssen wir hier diese Regel, da werden wir uns bemühen, auch über unsere Regierungsbeteiligungen aus dem jetzigen Handlungskonzept herausholen. Haben wir die nächste Branche nach Gastronomie, nach der Kultur, nach Sport und Freizeit, die dann auf Hilfen angewiesen sein wird, die gar nicht die Schäden komplett abdecken können. Und zum Dritten will ich sagen, dass jetzt ja wohl zusätzliche und verlängerte Schließungen ins Haus stehen. Zu denen kann man kritisch stehen. Ich habe das eben dargestellt. Aber wenn sie kommen, dann muss es auch unbürokratische Hilfe geben für die Betriebe, die trotz der Investitionen in die Hygiene nicht öffnen dürfen. Diese sogenannten Novemberhilfen sind ja bis jetzt nicht ausgezahlt worden. Das darf sich jetzt nicht wiederholen bei den Dezemberhilfen. Unser Vorschlag ist, dass die Betriebe, die eine Novemberhilfe bekommen, keinen eigenen Antrag stellen müssen für die Dezemberhilfe, sondern dass einfach der Auszahlungsbetrag für den November verdoppelt wird, um den Dezember mit abzudecken. Das wäre schnelle, unbürokratische Hilfe für die Betriebe, die trotz bestehender Hygienekonzepte nicht öffnen dürfen. Gibt es Fragen? Was sagen Sie denn zu den Schulferien, die möglicherweise verlängert werden sollen? Eine Verlängerung der Schulferien um wenige Tage, also mit dem letzten Wochenende vor Weihnachten die Schule für dieses Jahr
zu beenden. Das halten wir für notwendig sogar, um hinreichend Abstand zu den Festtagen zu haben. Das ist ein Vorschlag übrigens, der schon umgesetzt ist in Nordrhein-Westfalen. Unsere FDP-Schulministerin hatte das ja schon vor einiger Zeit so beschlossen, um den Schulen auch Vorbereitungszeit zu geben. Die Eltern müssen die Betreuung organisieren. Das Datum 16. Dezember ist aber zu früh. Da gehen jetzt noch mal mehr Tage verloren an Unterricht. Familien haben noch früher Betreuungsprobleme zu lösen. Das ist auch hinsichtlich der Inkubationszeit ein Zeitpunkt, der zu früh liegt. Das wäre nicht notwendig. Was sagen Sie denn zu dem Argument, das in den letzten Tagen auch das gab, dass die Stadt eigentlich nichts angeht, wie man jetzt Weihnachten feiert? Da gibt es ja auch die Diskussion. Und wie steht denn Ihre Partei zu dem Thema? Es geht kein Weg daran vorbei, dass wir unsere Kontakte beschränken müssen. Das ist das Mittel der Wahl in dieser Pandemie. Wir müssen Kontakte reduzieren, Abstand halten. Wir brauchen Hygienekonzepte. Deshalb sind große Veranstaltungen, große Feste leider nicht möglich. Aber darüber hinaus sehen wir viele Übertreibungen. Nicht der Böller ist das Infektionsrisiko, sondern wenn man sich in großer Zahl um ihn versammelt und gemeinsam viel Alkohol konsumiert. Und deshalb setzen wir darauf, dass mit wenigen klaren Regeln wir durch diese Pandemie kommen. Gibt es weitere Fragen? Wenn Sie generell das Verhalten der Bevölkerung sehen, es ist ja sehr viel auch zur Eigenverantwortung aufgerufen worden. Wirken diese Appelle Ihrer Meinung nach oder halten sich die Menschen eher an Verbote oder an die Mischung aus beidem? Der ganz überwiegende Teil unserer Bevölkerung verhält sich verantwortungsbewusst, vernünftig, nimmt Rücksicht. Und deshalb sind wir auch so gut bisher im Vergleich zu anderen Gesellschaften durch diese Pandemie gekommen. Es gibt einen kleinen Teil von Menschen, die sich vorsätzlich oder fahrlässig über Regeln hinwegsetzen. Und an die müssen wir uns wenden und appellieren, gegebenenfalls aber auch mit den Möglichkeiten des Rechtsstaates dazu anhalten, dass zum Beispiel große Versammlungen oder Besäufnisse nicht stattfinden. Andere Fragen? Dann vielen Dank. Vielen Dank. Vielleicht sehen wir uns nochmal wieder.